Ja, Mr. White. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 15. Und weiter geht es zu Hause gegen Genua. Im letzten Spiel haben wir ganz knapp gegen Sassuolo zu Hause 1-0 gewonnen. Ja, mit dem Meistertitel müssen wir uns, wie schon vor einigen Parts erwähnt, leider erstmal abfinden. Das werden wir diese Saison womöglich nicht mehr erreichen, weil, ja, seien wir mal ehrlich, AC Mailand, 12 Punkte Vorsprung, das ist einfach zu souverän. Und ich will jetzt wenigstens noch versuchen, einen guten zweiten Platz zu erreichen, um Inter Mailand noch abzufangen. Und dazu wären 3 Punkte heute gegen Genua nicht ganz unwichtig. Also, deswegen wäre es schon gut, wenn wir hier heute den nächsten Sieg vielleicht erlangen könnten, um vielleicht nochmal so eine kleine Siegeserie in der Rückrunde zu starten. Da kann es losgehen. Also, auf geht's. Aber natürlich auf Genua haben wir, glaube ich, im Hinspiel ganz knapp nur 1-1 gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wir sind gewarnt. Genua ist eine starke Truppe, aber wir haben natürlich auch eine starke Truppe. So, jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel. Hier ist Lestien, Sturado. Oh, Lestien wieder. Achtung. Oh, da rutscht einer aus. Hat den Ball mit Glück. Das ist Giovinco. Den mussten wir ja leider rein... Oder was heißt leider reinbringen? Den mussten wir reinbringen für den verletzten Carlos Tevez. Der fällt ja bis... Womöglich bis zum Ende der Saison leider aus. Ich glaube mit einer Waden... Naja, nicht... Nicht mit einer Wadenziehung. Irgendwas hat er auf jeden Fall an der Wade gehabt, glaube ich. So, Paul Pogba auf jeden Fall. Super. Alaba, da ist Romelu. Der spielt echt schon einen guten Ersatz da vorne für... Ja, was heißt Ersatz für Andrea... Pirlo. Also normalerweise war ja Andrea Pirlo gesetzt, aber da gefällt mir Romelu irgendwie besser. Deswegen habe ich den jetzt in meiner Startformation. Und er macht einen langen Einwurf. Pass auf, der kommt lang. Wieder kann klären und Alaba. So, Freunde, Konterchance. Morata. Wie gesagt, da ist Giovinco. Der ist nicht langsam. Oh, wird da im Mittelkreis umgegrätscht. Läuft erstmal der Vorteil, aber da wird es wahrscheinlich noch eine gelbe Karte geben. Nee. Kommt leider nicht ran. Antonini. Nee. Perrin im Tor, nicht Antonini. So, und da ist Romelu, der gewinnt, auch wenn er das jetzt verliert, trotz seiner Größe, also trotz dafür, dass er nicht so groß ist, gewinnt er eigentlich richtig viele Kopfballduelle. Auch wenn er den jetzt, wie gesagt, gerade verloren hat. Naja, oh, aufgepasst, Edin Nilsson, oh! Und Sturaro verzieht ganz knapp und jetzt gibt es noch nachträglich die gelbe Karte. Ah, der hätte auch mit ein bisschen... Glück für die anderen, hätte der auch drin sein können. Da gibt es auch nachträglich gelb. Jetzt sehen wir hier nochmal im Mittelfeld das Foul von Greco an Giovinco. Gut, also können wir jetzt ein bisschen mehr über den Kollegen spielen, weil der hat ja schon gelb. Der darf sich jetzt nichts mehr erlauben. Also, Asamoah, Giovinco, Pogba und Vidal. Pogba, da hinten kommt Romelu. Oh, das ist Giovinco. Ja, jetzt muss irgendeiner... Ja. Der hätte gerade Quadrada Moore in die Lücke laufen müssen. So, Morata. Und Vidal abgefälscht. Oh. Ganz knapp am Pfosten vorbei. Riesending. Geht dann hinten an den Außenpfosten. Hier sehen wir das. Abgefälscht. Ja, da wäre der Torhüter nicht rangekommen, glaube ich. Gut, weiter geht's. Pogba. Ich versuche jetzt mal hier eine kurze Situation. Pogba. Vidal. Oh, nein. Das war das Schlechteste, was wir machen konnten. Jetzt müssen wir aufpassen. Konterchance, Matri. Der Ball ist weg. Aber sie haben ihn noch. Andere Seite, Lestien. Izzo. Kuka. Oh, die kommen da ganz einfach durch. Das darf nicht sein. Lestien. Achtung, andere Seite. Oder durch die Mitte. Oh, schlimmer Fehlpass. Oh, was für ein Tor. Da zieht er den einfach in den Winkel. Ja, kann man nicht anders sagen. Gut gemacht. Von Torschütze. Wissen wir nicht, aber das geht auch zu einem. Das geht durch die Mitte. Romelu, ja, war ein Scheißpass, aber dann trifft er den natürlich optimal und für Buffon ist da natürlich keine Chance. Edin Nilsson mit seinem 6. Tor. Aber egal, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir hatten schon ein paar gute Ansätze nach vorne. Der Schuss gerade von Vidal. Mit ein bisschen Glück, Leute, geht er rein und dann führen wir 1-0. So hatten wir halt das Pech, dass er gegen den... Okay, nicht gegen den Pfosten, dass er halt ins Aus geht. Von da, ja, und direkt im
Gegenzug das 1-0 für die anderen. Für Genua. Das ist eine unangenehme, eine unangenehm zu spielende Mannschaft. Oh, Eddie Nilsson, Alter, wie schnell ist er denn? Da kann sich David Alaba nicht durchsetzen. Das glaube ich ja nicht. Und das meine ich auch wieder. Wenn wir zu zweit dahin gehen, müssen wir doch auch mal das Glück haben, dass der Ball bei uns bleibt. Und dass der nicht irgendwohin ins Ausspringt. So, Vidal. Wer hat den Ball? Das Durado. Gibt den ersten Eckball für Genua. So, vielleicht entwickelt sich ja daraus eine gute Konterchance für uns. Die laufen jetzt da mit vielen Leuten rein. Und erstmal geklärt. Aber da ist keiner. Da ist niemand von uns. Da können wir leider keinen Konter starten. Aber wir müssen die hier abfangen. Das geht doch nicht, ey. Das kann nicht sein. Fett Fazidis. Oh, da kommt die Flanke ungehindert. Und dann fast noch ein Eigentor. Gibt gleich den nächsten Eckball hinterher. Momentan ist Genua so ein bisschen am Drücker. Die spielüberlegendere Mannschaft. Muss man so sagen. Also, ich würde ja lügen, wenn es falsch wäre. So. Jetzt, das habe ich gemeint. Diese Konterchancen, die sind vielleicht gut für uns. Morata. Im Zusammenspiel mit Giovinco. Oh, den kriegt er nicht. Der war so ein bisschen zu lang. Und ein bisschen zu ungenau gespielt. Schade. Diese, sag ich mal, etwas einfacheren Konterchancen, die müssen wir halt auch einfach ein bisschen konsequenter ausspielen. Dann hätten wir vielleicht noch mehr Tore erzielen können, aber wir müssen jetzt erstmal diesem Rückstand hier hinterher rennen. Achtung, da kommt wieder lang. Basali gewinnt den. Das Romelu. So, jetzt Giovinco. Oh, er wird da wieder gefoult. Es gibt nicht mal Vorteil. Oh, das ist noch ein Gegenspieler, den habe ich nicht gesehen. Egal, den räumen wir einfach aus dem Weg. Und das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. So, nächstes Spiel gegen Palermo. Aber das verstehe ich schon wieder nicht. Da war im Mittelfeld gerade genau dieselbe Situation gegen Giovinco. Und das war nicht mal ein Vorteil. Ja? Und da pfeift er sofort ab. Ey, wo ist die Logik? Ich verstehe das nicht. Normalerweise hätte der auch gelb kriegen müssen. Aber wie gesagt, die Zweikämpfe werden ja hier immer ein bisschen verhaltener bewertet. So, Giovinco wieder. Pogba. Dann müssen wir auf die andere Seite. Das geht nicht anders. Das Alaba, den kann er mal direkt nehmen. Was macht denn Vidal? Der nimmt dem David Alaba eine riesen Schusschance vom Fuß. Oh Mann, ey. Aber das verstehe ich nicht. Spricht man da nicht auf dem Spielfeld miteinander? Stimmt die Chemie nicht? Keine Ahnung. Romelu, da ist auf jeden Fall Vidal. Pogba. Und da außen. Cuadro Azamor. Oh, der kommt auf den zweiten Pfosten. Schade. Komm, eine Chance haben wir vielleicht noch, bevor dann gleich zur Halbzeit gepfiffen wird. Nein, wahrscheinlich nicht. 1-0 leider für die anderen. Mal wieder. Wäre ja nicht so, dass das erste Mal wäre in der Saison. Aber so blöd, so unglücklich. Inter führt, Mailand führt. Vielleicht können wir ja mal irgendwie hier. Jetzt muss mal der Lord halt rein und Giovinco. Bring ich mal Cutlets rein. Die beiden waren da vorne irgendwie ein bisschen unglücklich. Also die scheinen nicht so gut miteinander zu harmonieren. Und bei Genua, ich meine, habt ihr ja gerade gesehen, Schuss aufs Tor hatten sie einen einzigen und der war halt drin. Und das ist auch noch richtig schön. Aber, Freunde, wir haben noch eine zweite Halbzeit, da kann sich das Blatt noch zum Guten wenden vielleicht. Matri, der ist im Aus. Wir müssen halt irgendwie konsequenter und konzentrierter in unseren Situation dann speziell vor dem gegnerischen Strafraum dann sein. Da müssen wir einfach die Chancen konsequenter ausspielen. Nicht so sehr handballmäßig, mehr Fußball. Auch einfach mal draufhauen. Aber guck mal, was willst du machen? Guck mal, die stehen da hinten mit 5 Mann oder so, stehen die da hinten dicht. Vidal. Alaba. Schön gemacht. Und da hinten ist Pogba. Es ist kein Abseits und das Tor zählt. Das meine ich. Zack. Einfach mal eine Flanke reingezogen. Pogba ist da. Und macht in der 52. sein, ja, 5. Saisontor. Wichtig. Und Freunde, jetzt heißt es nachlegen. Gleich wieder vorne drauf. Die dürfen gar nicht wissen, wie es ihnen geschieht. Gut, das war zum Beispiel kein Foul von Bentner. Da ist er selber schuld, dass er da reinläuft. Oder oben müssen wir aufpassen. Oder auch unten. Das ist wieder Eddie Nilsson. Gegen den Torschützen. Gegen den Torschützen. Chiellini gegen den Torschützen. So rum. Bentner, Cutlets. Da ist wieder die Konterchance. Quattro Azamor. Ja, geht da an Antonini locker und leicht vorbei. Ah, den kriegt er nicht ganz. Zu weit vorgelegt. Schade.
Da hätte sich auch eine richtig gute Chance draus entwickeln können. Die Diabate kommt für Matri auf Seite von Genua. Und ja, wir haben ja noch einen Wechsel offen. Gucken wir mal, den vollziehen. So, Romelu. Ja, schade. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da oben läuft er durch. Diabate. Kuka. Ja, das ist gut gemacht. Das ist wirklich gut gespielt von Genua. Kann man ja nicht anders sagen. Diabate. Alter, das ist fast so ein Tier wie... Wer ist er denn? Victor Ibarbo. Ah, nicht gut von Buffon. Aber dass die Tor da nicht so weit werfen können, das überrascht mich. Ey. Ich wollte gerade sagen, ey, der ist ein Kopf kleiner. Du rammst den da weg. So, Rodriguez. Asamoah, Cutlets. Ah, komm, da muss er sich durchsetzen. Ja, Niklas Bentner jetzt. Cutlets, Pogba. Oh, Romelu. Da wäre die Chance jetzt gewesen, aber da ist sofort wieder ein Gegenspieler da. Was willst du da machen? Oh, Vidal. Jetzt die Chance. Abgefälscht. Abgeblockt, mehr gesagt. So. Die Chance für Genua zu kontern. Das machen sie gut. Spielen sie gut aus. Das lässt hier hin. Da muss jetzt irgendeiner drauf. Zu zweit. Oh, kriegen sie nicht mal zu zweit. Romelu. Wird halt ausgetrickst. Aber wir haben den Ball. Ihr seht, die sind vorne auch mit mehr Mann als hinten. Und dann haben sie halt hinten eine Lücke. Bentner. Alaba. Nochmal Bentner. Da kommt Kwadwo Asamoah mit. Und in der Mitte ist Václav Cutlets. Komm, drück den rein! Und er ist drin. Super. Gut gespielt. Schöne Flanke von außen von Asamoah. Mal wieder eine super Vorlage. Und der Angriff war endlich mal konsequent zu Ende gespielt. Und Cutlets, naja, warum der Torhüter da im 5-Meter-Raum nicht rauskommt, muss ich mir auch mal erklären. Aber, ey, so what? Es ist doch egal. Gut für uns. Und die Einwechslung von Bentner hat sich wieder gelohnt. Ja, hat den Pass gegeben nach außen auf Asamoah. Wollte ich ja mal nur so am Rande erwähnen. Wir bringen nochmal Andrea Pirlo rein für Romelu. Und Cutlets, es ist einfach, ja, ein super Nachwuchstalent. Den muss man auf jeden Fall fördern. Der wird sich noch richtig, richtig super entwickeln. Hoffen wir mal. So, jetzt haben wir das Spiel gedreht. Wie gegen Rom, ja. Gut, gegen Rom war es ein bisschen spannender. Da haben wir erst in den letzten 10 Minuten zugeschlagen. Jetzt können wir auch wieder nur auf offensiv spielen. So, wir müssen ja nicht ganz so offensiv. Abseits, abseits. Er pfeift. Cool. Auch wenn es ein Vorteil für uns gewesen wäre, aber so what. Ist jetzt egal, wie wir die Spiele gewinnen. Hauptsache, wir gewinnen sie. Ist auch egal, ob es dann hinterher schön aussieht oder nicht. Oh, der war doch super. Der ist doch schon vorher durchgestartet. Warum bremst er denn nochmal ab? Ja, hat er. Kwadwo Asamoah. Nachgesetzt, holt einen Eckball raus. Sehr gut. Na, was auf Cutlets heute? Ein Schuss, ein Tor. So muss das sein. Nein, du kannst doch keinen Großen da einen Eckball schießen lassen. Lass das mal den Chuck Norris machen. Nein. Warum wechselt der denn? So. Pirlo, den bringen wir einfach mal stumpf auf den Elferpunkt. Da wird schon einer sein. Cutlets zum Beispiel. Oh. Asamoah gegen Greco, der hat schon gelb. Ja, der darf nicht grätschen, sonst ist er weg. In der Mitte ist Alaba. Und Vidal. Das kann doch nicht sein. Der hat auch seit ein paar Spielen Pech im Abschluss. Das kann nicht sein. In der ersten Halbzeit knapp vorbei. Hier, oh, da passt ja keine Bildzeitung mehr dazwischen. Die berühmt-berüchtigte Bildzeitung. Wir spielen jetzt mal auf Konter. Und auf Offensiv. Also ganz hinten reinstellen, das ist immer ein Fehler. Weil wenn du immer noch mal eine Chance hast zu kontern, nutze sie. Und sie stolpern hier wieder über die Gegenspieler. Aufgepasst. Greco. Achtung, Buffon hat den. Buffon muss den haben. Buffon hat den. So, und da vorne. Cutlets und Bentner. Nochmal Cutlets. Oh, da muss er dem Ball noch entgegenkommen. Oh, abseits. Ich wollte gerade sagen, der stand aber mehr als einen Meter im Abseits, Kollege. So, die werfen jetzt natürlich nochmal mit allem, was sie haben, was nach vorne. Und so entsteht, wie gesagt, das, was... Oh, abseits von Bentner. Aber doch nicht Asamoah. Hä, Asamoah war doch nicht. Lass doch weiterlaufen. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich bin mit Bentner, habe ich gestoppt? Guck mal hier. Guckt euch das mal an. Bentner war zwar im Abseits, aber ich habe gestoppt und bin dann durchgelaufen mit Asamoah. Boah, das wäre die Chance gewesen zum 3-1. Ey, die Monster-Mega-Chance. Aber okay. Oh, das darf überhaupt nicht sein, dass sie sich dazu zweit
den Ball da zuspielen können. Oh, Außenpfosten. Mein lieber Scholli, jetzt wird es aber nochmal hier hektisch. Wir hätten schon die Flanke verhindern müssen, außen. Oh, das habe ich gemeint. Die drücken und pressen, aber das gibt uns die Chance, Konter. Da wollte ich nicht hin. Aber Václav Kalitz, komm. Da wollte ich nicht hin. Wir müssen jetzt nur nochmal den Ball bekommen. Und dann können wir nochmal schön kontern. So, Alaba. Alaba, da außen ist Pogba. Und Asamoah nimmt er auch noch mit. Asamoah. Oh nein, das war zu einfach. Komm, Junge, pfeif ab. Muss jetzt hier nicht mehr so lange nachspielen lassen. Es ist vorbei. So viel ist auch nicht passiert. Oh, Vorsicht nochmal. Abseits. Ja, das Spiel scheint gut für uns auszugehen. Hoffe ich mal. Rodriguez. Asamoah. Und da pfeift der Schiri zum richtigen Zeitpunkt ab. Und wir gewinnen. Dank einer starken zweiten Halbzeit. Nicht unverdient mit 2-1 zu Hause. Leute, Spiel gedreht. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Besser kann es gar nicht laufen. So, Mailand hat wieder, ja, 3-1 gewonnen. Inter hat auch gewonnen. Ja, es hilft ja nichts anderes. Wir müssen ja versuchen zu gewinnen. Jedes Spiel noch. Die letzten 11, wenn es geht. So, wir haben wieder eine englische Woche gegen Palermo jetzt. So, und Ungarn? Nee. Niet. Gucken wir auf die Tabelle drauf. Also da sehen wir oben AC Mailand mit 20 Siegen. Also es müsste schon wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn AC Mailand kein Meister wird. Inter, Zweiter, aber wir spielen ja noch gegen Inter, ne? Also das direkte Duell haben wir ja noch. Und Cagliari mit 2 Siegen jetzt, 12 Unentschieden, aber 13 Niederlagen. Das wird, glaube ich, nichts mehr für Cagliari. Empoli, ja, vielleicht noch. Ja, die haben nur 6 Punkte Rückstand. Und dann, wie gesagt, ab Hellas Verona bis hoch zu... Ja, ich würde mal sagen Lazio rum oder sogar noch FC Parma auf Platz 13. Die sind alle noch so leicht abstiegsgefährdet. Gut, wir haben 8 Punkte Vorsprung auf den 6. auf Rom. Da haben wir ein bisschen Polster. Naja, okay, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Oder sogar ein Abo, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann sage ich, haut da rein und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. So, das war's wieder mit einer Folge von FIFA 15. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen wie mir. Links geht's zum letzten Video, rechts wie immer auf Abonnieren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von FIFA 15. Bis dahin, ciao.